Hallo und Weidmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Cook and Grill. Pünktlich zur Spargelzeit, naja, ganz so pünktlich ist es nicht mehr, aber zur Spargelzeit möchte ich euch natürlich ein schönes Spargelgericht zeigen. Und da zeige ich euch mein Lieblingsgericht. Das ist ein ganz einfaches Gericht und zwar gibt es gegrillten Spargel mit gegrilltem Rehrücken, gebratenen Pilzen und einem leckeren Kartoffelgratin und natürlich eine vorzügliche aromatisierte Soße. Ja, was braucht ihr dazu? Ihr braucht natürlich einmal Rehrücken, den seht ihr hier. Dann haben wir grünen und weißen Spargel. Wir haben Frühlingszwiebeln, wir haben Sahne, Kartoffeln für das Gratin. Dann haben wir hier Kräuterseitlinge, frischen Knoblauch, selbstgemachten Wildfond, Weißwein, Rosmarin, Thymian, Muskat, ein bisschen Zucker und ein bisschen Öl zum Anbraten. Ich habe bestimmt noch was vergessen, ist aber auch nicht so schlimm. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Rezept. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Okay, für mein ganz einfaches Kartoffelgratin, ich weiß, es gibt 5000, das heißt glaube ich auch Gratin, ne? Also für mein Kartoffelgratin, ja, gibt es eigentlich ein ganz einfaches Rezept. Das ist so einfach, das steht wahrscheinlich nirgendwo im Internet. Ihr nehmt euch eine Kartoffel, die schneidet ihr in möglichst feine Scheiben. Wenn ihr die Kartoffeln in schöne dünne Scheiben geschnitten habt, dann nehmt ihr euch jetzt noch 2 Zehen frischen Knoblauch. Einmal. Und die gebt ihr auch noch mit dazu. So. Und jetzt ordentlich Salz. Kartoffeln brauchen immer viel Salz. Eine kleine Prise schwarzen Pfeffer, ordentliche Prise Muskat, jetzt so windig, fliegt hier zur Seite und ganz wichtig Sahne. So, und jetzt einfach mal so 2-3 Minuten stehen lassen. Und das Ganze sollte von der Sahne gut bedeckt sein. Und das geht dann gleich schön auf unseren Grill. Weiter machen wir mit dem Spargel. Und der Spargel ist total einfach zubereitet. Ihr nehmt den Spargel, holt euch hier so eine Form, gebt den auf eure Form drauf. Jetzt salzen wir den Spargel. Geben eine Prise Zucker darüber. Ein kleines bisschen Öl. Und ein bisschen Weißwein. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Spargel zuzubereiten. Ihr könnt den dämpfen, das heißt, ihr packt den gleich einfach mit ein bisschen Alufolie so für 20-30 Minuten unter den Grill. Ihr könnt ihn aber auch einfach grillen. Das heißt, 2-3 Minuten von jeder Seite angrillen. Und ein kleiner Tipp von mir, damit der weiße Spargel auch schnell gar wird, schneidet ihr den einfach in der Mitte hier einmal von oben nach unten ein. Und das Marinieren solltet ihr so gut 20 Minuten machen, bevor ihr den Spargel auf den Grill packt. Dann kann er richtig schönen Geschmack annehmen. Verliert schon mal so ein bisschen Flüssigkeit. Als Beilage gibt es gegrillte Frühlingszwiebeln. Und da schneiden wir auch einfach die weiße Zwiebel hier unten einmal ein. Auf der Seite die etwas größeren oder dickeren. Und die gehen gleich einfach so mit auf den Grill. Da brauchen wir gar nicht großartig vorbereiten. In dem Sahnesud, in der Sahne marinierten Kartoffeln, die gebe ich mir jetzt hier in diese Förmchen rein. Die sollten natürlich feuerfest sein. Den Sud gebe ich dann jetzt hier auf meine Kartoffeln drauf, sodass das alles möglichst gut bedeckt ist.
Das Gratin geht jetzt auf den Grill. Und zwar stelle ich das hier oben aufs Ablagerost. Und das Ganze jetzt so bei gut 200 Grad. Dazu mache ich den rechten linken Brenner auf halbe Leistung. Jetzt ist der Grill auf gut 200 Grad für etwa 30 Minuten. Vielleicht auch 35 Minuten, bis die Kartoffeln eben schön weich sind und oben eine leicht knusprige Schicht entstanden ist. Wer will, kann das Ganze noch gratinieren, ist aber nicht unbedingt notwendig. Zu guter Letzt habe ich hier meine Pilze. Und da könnt ihr ja, verschiedene Pilze nehmen, was ihr gerade so gerne mögt. Hier haben wir jetzt Kräuterseitlinge. Die werden jetzt einfach in grobe Stücke geschnitten. Und gleich einfach gut angebraten. Das machen wir in der Pfanne neben dem Grill. Und jetzt sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Wir warten jetzt darauf, dass das Gratin soweit ist. Und ungefähr ja, so in 30 Minuten wandert dann der Rest auf den Grill. Der letzte Schritt, den wir noch vergessen haben, ist natürlich unsere Soße. Und zwar machen wir eine schöne Reduktion vom Wildfond. Da kommt auch gleich noch ein kleiner Schuss Rotwein rein. Und das Ganze reduzieren wir jetzt ein, dass der ganze Geschmack wirklich hier konzentriert wird. Und das gibt es natürlich gleich schön auf den Rehrücken. Und das wird spitze. Ja, die Grundsoße, der Wildfond, köchelt hier so langsam vor sich hin. Ist jetzt schon ein bisschen über die Hälfte einreduziert. Und ja, wenn das Ganze schön einreduziert ist, dann gebe ich jetzt ein bisschen, was heißt ein bisschen, ein gutes Bund Thymian dazu und ein bisschen Rosmarin. Und das Ganze lasse ich jetzt noch einige Zeit mitkochen. Ja, ihr seht, der Rehrücken ist wirklich auf dem Punkt. Und jetzt probieren wir das Ganze mal. Super zart. Also mit ganz wenigen Zutaten einfach das Wesentliche: Spargel, dann die weichen Zwiebeln mit dieser wirklich ganz kräftigen Soße und den schön ausgebratenen Pilzen. Könnt ihr das hier sehen? Und dem weichen Kartoffelgratin. Das ist übrigens super heiß. Das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Wie gesagt, eins meiner Lieblingsgerichte. Gegrillter Spargel, gegrillter Rehrücken. Schönes Gratin dazu. Das könnt ihr variieren, wie ihr möchtet. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Kocht das gerne nach. Lasst mir einen freundlichen Kommentar da. Daumen nach oben. Weidmannsheil. Macht's gut. Perfekt.